Leute, herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 15, Aggendorf 2.2. Jetzt muss ich kurz überlegen, Alter. Mit Randy und Fritzi. Hallo. Hallo. Ja. So, wer hat letzte Folge aufgepasst? Ich. Neben der LS17 auf der E3, was wurde denn von LS17 bis jetzt, also oder vor kurzem erst geleakt? Das Bild da. Der Titel, das Titelbild. Hast du doch erzählt gerade. Wie nennt man das Titelbild noch? Cover. Cover, ja. Gut, Friesi. Dummkopf meine ich Randy. Einsetzen. Ja, das ist, was du sagst, ist mir eh egal, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Ist es dir nicht. Doch. Das haben wir schon oft genug bewiesen. Doch. Was du? Ich gehe da nur auf dich ein, dass du mich in Ruhe lässt. Oh lol. Das glaubst du selber nicht. Doch, doch. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Doch? Nein. Ich lass mich halt ungern nerven. Ich nerv? Ja, nö, aber wenn da mal so eine Situation ist, dann sag ich halt, was du hören willst, dass ich meine Ruhe hab. Gar nicht. Doch. Dann sag jetzt, was ich hören will. Du bist dumm. Ich bin der Beste. Was lachst du, Freezy? Nix. Was? Ich hätte jetzt eher deine Mutter erwartet, aber... Okay, ich auch, aber ich glaube, Tino... Nein, das müsste jetzt raus. Ich glaube, Tino ist heute ein bisschen gereizt. Bin ich gereizt? Nur minimal. Nur minimal, weißt du jetzt, warum, weil ich zum Call of Duty-Spieler Hurensohn gesagt habe, Alter? Nö. Aber liebe Kinder da draußen, ist ein sehr böses Wort, das sagt man nicht zu anderen Menschen. Aber, wie ich gerade schon sagte, nicht zu anderen Menschen. So, deswegen geht das in Ordnung. Mit Frisi. Dabei überlegst du dir so lange ein Konto oder weißt nicht, was du drauf sagen sollst? Nö, ich sag gar nichts dazu. Oh. Du bist wirklich einer, der kann nur 12-Jährige im Chat beleidigen bei COD, ey Junge. Ich hab noch nie, ich beleidige niemanden, Alter. Das glaube ich dir nicht. Du bist mir erzählt, du hast bei COD noch nie jemand beleidigt? Nö, ich hab sogar den Sprachchat deaktiviert. Oh, das ist richtig krass. Wie mein Spiel und gut ist. Ach komm, ich hör's auf, ist okay. Er spielt sein Spiel und gut ist. Kann man gar nicht so glauben. Gehört doch dazu, Freezy. Nicht. Gerade zu solchen Spielen. Ja, ab und zu flämme ich auch mal, aber... auf, ist ja blöd. Ja, das muss sein. Selbst bei The Culling nenne ich Tino hoch, wenn es mal sein muss, Frühlingsrolle, ne? Also... Alter. Das, ne? Ja. War der alter Oberhammer. Das hast du in den vorhergehenden Video auch nicht mitgekriegt, oder? Ja, wir hatten zwei Kämpfe. Was du gesagt hast, war ja der Hammer. Was, im ersten Video? Nicht im ersten, da hast du ja wenigstens noch weggepiept. Da hast du ja Tino, oder du bist so eine Piep, Frühlingslolle. 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 Ja, aber im zweiten Video musste ich es nicht wegzensieren, weil es nur am Ende eine halbe Sekunde war. Ja, und du hast eins gehalten, du bist eine Fotze zu mir gesagt. Nein, du. Ich habe einfach nur gesagt, tschüss, du. Und dann war es Fotze. Nein, und dann war's weg. War voll drauf. Nein, das war nicht voll drauf. Das war voll drauf. Ich hab's gestern geguckt, hab sogar in die Kommentare geschrieben, du Ruhe. Ja, und ich hab dir sogar geantwortet. Du bist und bleibst eine Frühlingsrolle. Ja. Trotzdem war es voll drauf. Oh shit, shit. Alter. War voll drauf. Ja, ja. War's nicht. Doch. Ja. Wirklich. Das gehört halt dazu. Darfst du auch sagen. Das ist sehr gemein von dir. Ja, ja. Hast du gerade auch beleidigt? Und dran? Ja. Was hab ich ja gesagt? Da hast du doch noch damit geprotzt, dass du ihn beleidigt hast. Was hab ich denn gesagt zu ihm? Das weiß ich auch nicht mehr, aber das war auf jeden Fall, wo du das T4 da versteckt hast in der Rauchbombe. Ja, da hab ich mich so gefreut. War nicht schlecht, das muss man lassen. Das war eine geile Aktion. Das war wirklich eine coole Aktion. Ich bin gerade fertig, ey, mit diesem Baumstämmen. Ne, warte mal, da müssen wir. So. Microphone muted. Microphone activated. Hoppala. So, ach du Gott, das muss ich auch mal gedankt werden. Ansonsten, was gibt's sonst so Neues, Schönes?
Ja, das ist sicherlich gerade. Na gut, bis auf das. Da kann man auch später was dazu sagen. Ich überlege gerade. Deutschland hat hier. Wow. Habt ihr Fußball geguckt? Was? Habt ihr Fußball geguckt? Ich ja. Und? Zusammenfassung. Ja, wie fandest du das erste Spiel in Deutschland? Ja, war ganz okay, ne? Ehrlich? Ich fand, ja, das, ja. Ich fand das Eigentor scheiße, aber was willst du machen? Hä? Wir haben da Eigentor geschossen. Was? Ja, da hat sich doch einer von denen, dieser Boateng, hat sich doch ins Tor geschmissen. Blöd, Mann. Du bescheuert, Alter, wir haben 2-0 gespielt, wir haben kein Eigentor geschossen. Ja doch, es wurde noch nicht gezählt. Weil ja bei nicht drin war, du Held. Ja, aber er hat sich doch reingeschmissen, es zählt auch. Wo steht jetzt eigentlich der Scheiß? Wenn der Ball ins Tor ist, dann ist ein... Ja, was lachst du? Er ist ins Tor gesprungen mit voller Wucht. Ist... Der Boateng? Ja. Aber das ist der Ball. Ja, ist doch egal. Ist doch egal, wie viele Spieler am Tor. Das sah aus wie ein Ball. Das verwechselst du jetzt mit dir. Ja. Nö, nee, aber ansonsten, ja gut, klar. 2-0, hurra, ich weiß gar nicht, was sind die nächsten? Ich glaube... Polen, oder? Ja, gegen Polen. Ach, gegen Polen und dann gegen Nordirland. Ja, jetzt klatscht man schon mal alles weg. Ja, so. Nordirland wird, glaube ich, ich glaube, da ist die Quote für Deutschland so hoch. Was sollten wir vielleicht wetten? Ja, also weil für so niedrig meine ich natürlich, nicht hoch. Mhm. Weil umso mehr wir Favorit sind, umso niedriger wird ja die Quote, ne? Ja. Du kannst auf Nordirland wetten, ja. Wenn die dann gewinnen, dann machst du einen Reibach. Das aber ansonsten ja unwahrscheinlich ist. Auf Deutschland brauchst du nicht wetten. Naja, deswegen machst du ja einen Reibach, weil es eben so unwahrscheinlich ist. Aber auf Deutschland brauchst du nicht wetten. Das ist. Ja, also, ich denke mal, interessant wird es dann, wenn dann Spanien in Italien kommt. Spanien, Junge. Die werden vorgeführt, ey, werden die. Gucken wir mal. Bucknapf Spanien. Wir haben glaubt ihr, wir werden Europameister? Nein. Warum? Die Chance besteht nur zu 9%. Statistisch wieso, gesehen. Ja, genau. Das. Statistik sagt aber nicht so über Spielstärke, sondern nur über die Mannschaften. Wie viele Mannschaften mitspielen. Ja, wann ist Deutschland Europameister das letzte Mal geworden? Das weiß ich nicht. Ja, das ist immer Weltmeister sind. Und das ist ja besser wie Europameister. Ja, aber letztes Jahr war es Spanien, das Jahr zuvor, glaube ich. Das Jahr waren wir auch im Finale gegen Spanien, nur mal so, ne? Letztes Jahr sind wir gegen Italien im Dings rausgeflogen, im Viertelfinale. Ja, Halbfinale. Oder auch im Halbfinale so. Ich glaube, wir sind Dritter geworden. Wir haben da Spiel um Platz 3 gemacht. Ach ja, stimmt. Gegen Portugal, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ja. Nee. Doch. Keine Ahnung. Das Geilste war bei der Weltmeisterschaft das Spiel gegen Brasilien, Alter. Ja, das war geil, ja. Also da habe ich mich ja, da, also, boah, war das eine Vernichtung. Alter Vater, ey, war das eine Vernichtung. Hätte ich nie gedacht. 7-0 oder 7-1. Und dann hat Brasilien war ja noch Gastgeber. Ja, ja, in Brasilien. Boah, dass die so hart vorgeführt werden. Aber da habe ich echt, da habe ich geschluckt, ey, das hätte ich nie gedacht. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Ich habe ja nicht gedacht, die gehen doch voll Gas und wir werden schwer. Also entweder waren die Brasilianer sich so sicher oder die hatten so einen Schiss. Ich weiß es nicht, eins von beiden. War auf jeden Fall komisch, ey, dass die sich so... Oder die Deutschen waren einfach nur den Tag des Jahres erwischt. Das kann auch sein, das war aber auf jeden Fall krass, wenn du überlegst, Brasilien ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft. War eine gute Mannschaft. Oder war. Ja. War. Meiner Meinung nach sind sie das nicht mehr. So, ich habe jetzt wieder mal einen kompletten Anhänger voll Holz ganz alleine gemacht, Freunde. Glückwunsch. Ja. So, und dann fahre ich jetzt ins Sägewerk, falls ich den Berg hier hochkomme. Wähle mich nämlich etwas. Hast du alle Hilfen an? Ja. Den müssen wir schon mal tanken fahren. Ich hab das jetzt in die hinteren Silos da gekippt, ne?
die Hinterhoffen? Ja, bei der BGA. Die, wo du zudeckst, aufdeckst, gegoren. Also das Große. Ja. Ja, gut, muss mal zusehen, dass da eine Prozent. Wie viel ist denn drinne? 50.000. Prozent. 1%. Das kriegen wir nicht raus. Müssen wir noch mehrere kippen? Ja, ich habe noch Wachstum Hexen, also so ist das. Bitte, nichts mehr in die großen Silos, schüttet mal in das andere, weil wir kriegen das 1% nicht raus. Hab schon Gott gesucht. Oder was habt ihr? Ich bin hier bei Blüm. Ich habe das jetzt schon in die großen gekippt, ja. 50.000. Komm, lad auf. Okay. Dun, 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 dun. So, jetzt sollen wir mal gucken, wie weit wir mit dem Holz hier kommen. Ich will mal noch ein bisschen auf mal 15 vorlaufen lassen, weil wegen heller wird. Ich hatte es noch runtergenommen, weil das Ende dann voll war. Ich hatte es schon mit 60, weil wir konnten nicht machen. Großartig. Warum soll der lädt der sich nicht auf? Wer lädt sich nicht auf? Der hier, der lädt sich wieder am Kleen. Ach doch jetzt. Hier lädt er sich auf, da drüben nicht. Ah, das dauert ja ewig und 90 Jahre. Geht uns da so viel Kohle. Da geht es gar keine Kohle flöten, okay? Doch. Aber nur minimal, hä? Ja, versuche ich hier drüben nochmal. Der lädt extrem langsam. Na ja, gut, soll er machen. Ist nichts zu erzählen? Was war denn jetzt? Weißt du nicht, da hau mal einen raus, Alter. Ja, ich weiß das selber nicht. Mann, es gibt Leute, die wollen mal Ruhe. Ja, gut, dann gibt Ruhe jetzt. Nee, jetzt haust den raus. Weiß nix, deswegen frage ich euch ja. Ja, sag mal, sind wir Unterhalter für deine Zuschauer? Kannst du schon mal was machen, mal einen kreativen Beitrag leisten? Alter, was soll mit dir los, ey? Dann mach doch mal. 45.000 Holz, geil. War schon mal fleißig. Ja, was denn? Los, erzähl mal. So Spaß wie sie, nicht so übel, oder? Nein, warum? Ja, nicht, dass es falsch rüberkommt. Nein, nein, alles gut. Okay. Dann hau mal einen raus jetzt. Hast du ja auch nichts, ne? Nö. Manchmal ist einfach der Wurm drin. Einfach doof. Ah! Oh, lol. Jetzt kommt's. Genau, das hab ich. Das musste ich mir. Hey, ich hab auch was. Gut, dann du. Ich hab auch was, aber merkst ja, Randy. Weil ich will's nicht zu lang verstreichen lassen, die Zeit. Ich hab 30.000 Abonnenten. Ja, geht's jetzt? Ja. Das wäre ja jetzt gelogen, weil du hast jetzt schon 30.000 in den Bart gequetscht. Ja, aber ich habe die 30.000 Abonnenten-Marke geknackt. Ja. Was hast du gedacht? Sehr erfreut hat. Mhm. Und? Wie fühlt man sich so? Mit 30.000 Abonnenten? Ja. Also mir hat heute einer in die Kommentare geschrieben, das fand ich ziemlich cool. Ja, das ist irgendwie in Bremen das komplette Stadion gefüllt. Und das sind alles Leute, die dich halt mal abonniert haben und so. Und das finde ich schon cool. Ach, so viele Leute passen da, naja, okay. Ja. Ja, diesmal warst du es. Ja, das war mit Absicht. Ich weiß. Ja. Ja, 30.000 Abonnenten. Ja, ich freue mich einfach, dass da wegen doch so viele geworden sind, ja. Man muss natürlich auch sagen, ich muss aber ein besonderes Dankeschön auch an ganz viele Leute eben sagen. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, weil da vergesse ich wieder jemand oder keine Ahnung. Und ja, weil ohne die wäre das ja gar nicht möglich gewesen, also da wäre ich glaube ich nicht so an dem Punkt. Und natürlich an die beste Community halt auch, weil ohne die wäre das alles gar nicht so am Schlüssel, soll man sagen. Ne? Wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es ja auch mich nicht. Also mich gibt's schon, aber nicht auf YouTube. Seht, was ich meine? Hm. So, ja. Und deswegen, da muss ich einfach, ich finde das super. Also es ist echt schon cool. Ich bin halt
weiß nicht, ich bin immer gespannt, wo die Reise halt mal hingeht. Also wie 30.000 ist schon cool, aber was kommt denn da noch? Wenn es vielleicht mal noch 40 oder 50 oder... Ich glaube, das, wovon jeder so träumt, aber ich glaube, wiederum glaube ich aber auch, dass sich das eben auch verschiebt, weil wir hatten es ja letztens schon mal davon, es ist ja so, dass früher zum Beispiel 30.000 Abonnenten, da wärst du ein viel größerer YouTuber gewesen, wie du es heute bist, ne? Heute gibt es ganz viele, die so viele Abos haben. Es ist einfach, das Angebot ist einfach groß irgendwie, keine Ahnung. Ja, die Kanäle zwischen 10 und 100k, die sind immens, und selbst die zwischen 100 und 1 Million sind immens, und da gibt es ja etliche, die man nicht kennt und ab und zu mal vielleicht sieht, weil sie immer nicht drin sind. Ne? Ja. Das ist und ja auch wie gesagt, und das ist, genau das ist eben das, ne? So dieses extrem große Ziel, oder mein Traum, das wäre ja 100.000, ne? 100.000 ist so, das ist schon... Da kriegst du den Button, ne? Da kann man schon mal sich am Nibbel fassen, genau. Und mit man kriegt Glück, den Button. Nein, den kriegst du. Ja, na, es gibt welche, die haben mittlerweile 300.000, die haben den Button immer noch nicht. Bei manchen geht es schnell, bei manchen dauert es ewig. Natürlich aber gemein von YouTube. Ja, das ist halt, ne? Wer weiß, wo der importiert wird. Ich glaube, du musst auch ein bisschen hinterhängen, oder? Was willst du machen? YouTube anschreiben, ich will meinen Button! So wie es hier PewDiePie gemacht hat, wo ist mein Diamond-Button? Jeder hat jetzt schon, wo ist mein Diamond-Button? Hat extra ein Video dazu gemacht, Alter. Aber finde ich cool. Wollte unbedingt den Diamond-Button haben. Ja, ist ja geil. Ja, ich bin der größte, ich weiß nicht, wenn ich das richtig interpretiert habe, ne? Hab 40 Millionen Abos und die hier, Nein. Die haben das schon alle, ne? Ich hab 40. Wie viel? 10 Millionen. Ja, aber er hat 40. PewDiePie. Er hat 40, das? Ja, ich glaube. Ne, er hat irgendwie so gesagt, ne, er hat 40, ist der größte so in der ganzen Welt, wisst ihr? Und der hat ihn noch nicht. Und 6 andere haben den schon. Da hat er sein Dings gezeigt, seinen anderen Play-Dings da, den silbernen oder so. Ich glaube, der war schon. Nee, der silberne ging noch. Der goldene, der war schon aus der Verankerung gerissen, aus irgendeinem Grund. Aber Renny, was macht denn jetzt die Ameise hier? Von wo sind die? Die ist hinten vom Benzin. Und fährst du nicht wieder hinter? Die muss ich da abstellen. Das hat extrem langsam aufgeladen. Aber warte mal, die ist hinten vom Benzin. Ja. Warum bist du hier? Die krieg ich da nicht raus. Das sind doch nur Tanks. Nee. Sicher? Eine Seite rein, andere Seite raus. Kannst du ganz normal tanken. Achso, ja gut. Aber ich hab den eh hier vorne gebraucht, wegen den Laternenzaun da. Bisschen Überlänge, habe ich das Gefühl. Warum? 18 Minuten. Ja, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall mal das Like da, nicht? Und schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.